Ja, ich begrüße euch alle hier heute Abend im Smartphone-Entdecken-Webinar mit der Katharina Nockun. Heute geht es um ihr Buch, die Daten, die ich rief. Und ich kann soweit vorwegnehmen, ich habe die Katharina auch schon ein, zwei, dreimal erlebt und was sie sagen wird, das ist äußerst, äußerst spannend. Das heute ist jetzt nicht wie eine Präsentation, alles frontal, wie gesagt, aufgebaut. Wir freuen uns, wenn ihr oder sie einfach mal Gesicht zeigt, mitdiskutiert, Fragen stellt. Wir haben dafür Mikrofonfunktion, wir haben die Chatfunktion und ich übernehme dann auch gerne die Rolle dessen, der die Chats dann sammelt und an die Katharina auch weitergibt. Gut, Katharina, schön, dass du da bist und ich würde jetzt einfach gerade mal das Wort an dich geben. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und es geht ja um ein Buch von dir, die Daten, die ich rief, was es mit diesem Buch auf sich hat, wie du dazu gekommen bist. Ja, hallo, schönen Abend allerseits. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Katharina Nokon. Ich engagiere mich so seit über 10 Jahren im Bereich Datenschutz, ja, Netzpolitik im weitesten Sinne. Angefangen hat das damals mit der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung, wo ja, 2006, 2007 darüber diskutiert wurde, ob es staatlich vorgeschrieben sein sollte, dass unsere Telekommunikationsanbieter, also unser Telefonanbieter, dann speichern sollte, wen wir wann angerufen haben, wem wir eine SMS geschickt haben, damals auch, wem wir so eine E-Mail geschrieben haben mit dem Betreff. Und das fand ich damals einfach undenkbar, weil Privatsphäre ein ganz hohen Wert aus meiner Sicht hat für die Informationsgesellschaft der Zukunft und weil das natürlich auch ganz schlimme Folgen haben kann für Journalisten und so weiter und so fort. Und da habe ich angefangen, mich zu engagieren und habe zwischenzeitlich auch bei der Verbraucherzentrale Bundesverband gearbeitet. Ich war politische Geschäftsführerin der Piratenpartei zum Bundestagswahlkampf 2013 und ich habe 2 Jahre lang bei Campact, also die meisten werden es als Bürgerplattform, als Online-Petitionsplattform kennen. Da habe ich alle Kampagnen zum Thema Datenschutz, Netzpolitik 2 Jahre geleitet, also unter anderem Asyl für Edward Snowden und besserer Datenschutz in Europa. Ja, und vor 1,5 Jahren habe ich ist ein Buch von mir erschienen. Das war auch so ein Herzensprojekt von mir. Denn in meiner Arbeit ist es mir ganz oft untergekommen, dass Menschen so ein bisschen irritiert reagiert haben. Warum interessierst du dich für Datenschutz? Ist das nicht total langweilig? Warum findest du das wichtig? Und für mich war das immer klar, warum das wichtig ist. Und ich dachte so, naja, vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen, um zu erklären, warum uns das alle betrifft und warum wir uns auch alle Gedanken darum machen sollten und warum Datenschutz eben nicht nur bedeutet, oder warum Datenschutz nicht nur so ein technisches Thema ist, sondern da geht es auch um ganz viele Alltagsfragen. Das heißt, selbst wenn ich mich entscheide, ich ziehe in eine Höhle auf dem Land, habe kein Smartphone, habe keinen Computer, dann betrifft mich Datenschutz trotzdem, weil man kann sich dem heutzutage gar nicht mehr entziehen. Und ja, deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, Die Daten, die ich rief, bei Lübbe erschienen. Und als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mir erstmal überlegt, so ja, wie fange ich denn an? Und wie der Zufall es so wollte, war ich damals mit einer Freundin verabredet für die Sauna. Wir wollten in eine Berliner Sauna gehen, das war Bali Spa. Und ich wollte da natürlich so ein bisschen drüber nachdenken, wie ich anfange mit diesem Buch. Und als ich dann rausgegangen bin und mir die Umkleide mal genauer angeguckt habe, wusste ich plötzlich, wie ich damit anfange. Denn bei der Umkleide dieser Sauna, wo alle Leute nackt sind, wo die Leute sich umziehen, war nämlich so ein schönes Schild. Ich halte das mal in die Kamera, ich hoffe, man sieht es. Das war ein Schild, wo drauf stand: Achtung, dieser Umkleidebereich wird videoüberwacht. Die Aufnahmen werden für 12 Stunden gespeichert. Alles zu Ihrer eigenen Sicherheit, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Und ich habe das erst gesehen, nachdem ich mich dort umgezogen habe. Und ich habe mich da mal umgeguckt, da waren nicht ein, nicht zwei, sondern 3 Überwachungskameras in diesem Umkleidebereich. Das heißt, ich wurde aus 3 Perspektiven nackt abgefilmt. Bin dann so ein bisschen verstört nach Hause gefahren und habe dann das gemacht, was ich in solchen Situationen immer mache. Ich habe beim Bali Spa angerufen und gesagt, ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Das ist eine Frechheit. Und interessanterweise wurde ich auch direkt weiterverbunden. Damit hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Und
habe ihm das dann geschildert, weil ich dachte, naja, vielleicht weiß der gar nicht, dass da irgendjemand Überwachungskameras installiert hat, die seine Kunden abfilmen. Und er meinte so, nee, nee, das ist schon Absicht, das ist zu ihrer eigenen Sicherheit. Ich so, ja, warum? So, ja, da gab es ja so viele aufgebrochene Schließfächer, ne? Also so wegen den aufgebrochenen Schließfächern müssen wir das jetzt überwachen. Ich so, wie jetzt? Das bedeutet, wenn jemand halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Portemonnaie oder so klaut, dass sich dann Polizeibeamte Nacktaufnahmen von mir aus drei Perspektiven angucken dürfen, weil ich zufällig dann vielleicht im selben Raum war oder so. Und er meinte, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, so, naja, aber wie viele aufgebrochene Schließfächer gab es denn eigentlich, bevor die Kameras installiert wurden? Da hat er erstmal, kam so eine Denkpause, da hat er gefragt, was meinen Sie denn damit davor? Ich so, ja, davor, bevor die Kameras hingen. Der so, ja, die waren doch von Anfang an da. Und da habe ich gemerkt, dass etwas so fundamental in unserer Gesellschaft kaputt ist. Ja, wenn man sich nicht mal mehr sicher sein kann, dass man in der Umkleidekabine nicht überwacht wird, dann haben wir so eine Art Normalität der Überwachung geschaffen, wo wir es normal finden, dass ein ziemlich großer Eingriff in unsere Privatsphäre stattfindet. Und ich dachte mir, für mein Buch möchte ich gerne das anschaulich machen. Ne? Also wo berührt Datenschutz Otto Normalbürger? Und ich habe daraufhin mir so eine Liste gemacht mit Situationen oder Unternehmen, die ich spannend finde. Und habe dann auch so ein bisschen mein Nutzungsverhalten verändert, um so ein bisschen zu schauen, wie sieht denn so eine Datenspur von einem normalen Menschen aus. Ne? Das Erste, was ich gemacht habe, war natürlich, mir eine Deutschlandcard zu holen, um Punkte zu sammeln. Man wird ja immer so an der Kasse gefragt, sammeln Sie Punkte? Und als Datenschützer sagt man dann immer so, nee, warum? Oder ich bin ja nicht blöd. Und dann reagiert mein Gegenüber meistens ein bisschen irritiert. Und jetzt konnte ich dann endlich Ja sagen und konnte meine Karte zücken und Punkte sammeln. Und ich habe dann so einen Testeinkauf gemacht. Das heißt, ich bin zu einem Edeka bei mir um die Ecke gefahren mit dem Rad und bin dann mal durch die Regale gelaufen und wollte so schauen, was gibt es denn da an interessanten Produkten. Ja? Und die habe ich dann mal alle so in den Einkaufskorb gepackt und ja, meine Kundenkarte, also meine Deutschlandkarte gezückt beim Zahlen und bin dann nach Hause gefahren. Und das Interessante, das wissen viele Leute nicht, es gibt eine rechtliche Grundlage. Aktuell ist das Artikel 15 der EU-Datenschutzgrundverordnung, die besagt, dass jeder Nutzer jederzeit oder jeder Kunde jederzeit das Recht hat, eine Kopie seiner personenbezogenen Daten anzufordern. Das heißt, ich kann zur Deutschlandcard hingehen und sagen: Hallo, mein Name ist Katharina Nukun, ich bin bei Ihnen Kunde. Bitte händigen Sie mir eine Kopie all meiner personenbezogenen Daten aus. Und zwar kostenlos. Und die müssen das dann machen. Das habe ich dann damals gemacht. Und daraufhin habe ich erstmal so ein Dokument bekommen, wo drin steht, so ja, ist Kunde, Adresse und so, relativ langweilig. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und meinte so, naja, das ist doch, ganz ehrlich, das ist doch nicht alles, was Sie haben. Sie speichern doch bestimmt, welche Produkte ich gekauft habe, oder? Und daraufhin habe ich dann nochmal einen zweiten Brief bekommen mit einer Liste. Und diese Liste war dann tatsächlich ja, ziemlich interessant. Ich halte das mal hier in die Kamera und hoffe, dass man das sieht. Ja, eher schlecht als recht. Aber auf jeden Fall auf dieser Liste sieht man dann meinen kompletten Einkauf. Und was habe ich eingekauft? Warum ist das interessant? Naja, ich dachte mir, das sind ja nur unverfängliche Sachen beim Edeka. Packe ich mal so Sachen ein wie Tee, der als Einschlafhilfe dient, so Antistresspillen, Vitamintabletten gegen schlechtes Augenlicht, Tena Lady gegen beginnende Inkontinenz, dann halt noch, ja, weiß nicht, das billige Hackfleisch, Schnaps, Jägermeister. Und ich wollte wissen, wird das halt wirklich alles erfasst? Und aus dieser Liste, die ich dann bekommen habe, ging hervor, ja, wenn ich mit der Deutschlandcard meinen Einkauf mir quasi mit Bonuspunkten vergüten lasse, dann wird jedes einzelne Produkt meinem Namen zugeordnet. Und ich fand das ganz schön gruselig, denn wenn man sich überlegt, dass es Familien gibt, die wirklich den kompletten Familieneinkauf über Jahre hinweg mit diesem Bonuspunkt
Karten abwickeln. Dann kann man wirklich sagen, wie wird beispielsweise das Kind ernährt? Ja, wurde eher Fastfood gekauft oder wurden gesunde Sachen gekauft? Wenn es mal einen Lebensmittelskandal gibt, kann man im Nachhinein sagen, hat der dieses Produkt gekauft? Ja, man kann auch sagen, hat jemand ein Alkoholproblem? Denn dass ich Jägermeister gekauft habe, sieht man da auch. Und allgemein kann man sagen, hat jemand einen gesunden Lebensstil oder nicht? Und das ist eine Information, die schon ziemlich spannend ist für andere Akteure. Ne? Beispielsweise Krankenversicherung, Lebensversicherung und so weiter und so fort. Für die ist es hochgradig interessant, ob wir uns beispielsweise jede Woche dreimal Pizza kaufen oder eben Salat. Interessanterweise gibt es in den USA sogar schon mittlerweile Versicherungen, bei denen man auch so die Einkäufe dann mit registrieren lassen kann und dafür Prämien bekommt. Aber man muss ja sagen, so das, was die Deutschlandcard speichert, ist ja eigentlich gar nicht so viel mehr als das, was online passiert, ja. Und so wird ja auch oft argumentiert, wenn es heißt, so, naja, sie speichern so viel bei diesen Bonuskarten, dann heißt es immer schnell so, ja, Amazon speichert ja alles. Ja? Warum sollen wir weniger speichern als Amazon? Und die Leute machen es ja freiwillig. Obwohl, ich habe es ja mal ausgerechnet, wie viel mir eigentlich an Bonuspunkten das halt bringt. Das war, ich glaube, weniger als 1% Rabatt. So dafür mein komplettes Konsumverhalten offenzulegen, fand ich dann ganz schön, naja, also da wird man schon mit Cent abgespeist, finde ich nicht gerechtfertigt. Jedenfalls hat das Ganze so einen Gedanken in mir reifen lassen, dass ich dachte so, naja, okay, wenn alle argumentieren, online ist es ja viel schlimmer, sollte ich mir mal vielleicht anschauen, wie es denn online ist. Und wie der Zufall es will, bin ich tatsächlich seit 2008 Kunde bei Amazon. Das hat damals angefangen, dass ich mir so gebrauchte Bücher fürs Studium da gekauft habe. Das war halt einfach günstiger. Ich hatte nicht so viel Kohle. Und dann hat man sich das Lehrbuch eben gebraucht da gekauft. Und über die Jahre hinweg habe ich dann immer wieder mal ab und zu was gekauft, aber eigentlich nicht so viel. Und für diesen Versuch, für das Buch, habe ich dann angefangen, ein Jahr lang möglichst viel über Amazon zu bestellen. Das heißt, mein lokaler Buchhandler war dann plötzlich sehr traurig, weil er mich nicht mehr so oft gesehen hat. Und ich habe alles bei Amazon bestellt. Ich habe auch alles bei Amazon recherchiert. Das heißt, wenn ich irgendein Produkt kaufen wollte oder ein Buch, habe ich vorher immer bei Amazon geguckt, was sind denn da die Nutzerbewertungen oder so. Und nach einem Jahr habe ich dann Amazon wieder so eine Anfrage geschickt. Hallo, es gibt da so eine gesetzliche Grundlage, die besagt, Sie müssen mir eine Kopie meiner personenbezogenen Daten aushändigen. Bitte machen Sie das. Daraufhin habe ich einen Brief von Amazon bekommen, wo drin steht, so ja, wählen Sie sich in Ihr Profil ein, da sehen Sie ja alles. Daraufhin habe ich wieder geschrieben, so ja, ganz ehrlich, nein, da sehe ich nicht alles. Ich weiß, dass Sie mehr speichern. Daraufhin habe ich wieder einen Brief bekommen, wo dann quasi eine Kopie der Daten aus meinem Profil war und gesagt wurde, so ja, das ist jetzt alles. Daraufhin habe ich dann wieder geantwortet, so naja, also ich habe nicht gesagt, verarschen kann ich mich selber, aber ich habe es dann freundlich und juristisch formuliert. Und das ging dann hin und her. Also es war eine zwei-, dreimonatige Brieffreundschaft mit Amazon. Bei der Datenschutzabteilung kennt man mich wahrscheinlich mittlerweile ganz gut. Und irgendwann fingen sie dann an, mir andere Dinge zuzuschicken, als ich dann plötzlich sagte, so naja, ich weiß doch, dass sie mehr speichern, weil wenn man bei Amazon Kunde ist und eingeloggt nach Sachen sucht, dann kennen die meisten Leute ja das, dass man irgendwann diese Werbe-E-Mails bekommt, wo dann gesagt wird, so ja, wollen Sie dieses Produkt doch nicht kaufen. Und das sind dann zufälligerweise die Dinge, die man auch angeklickt hat. Ja? Also müssen die ja erfassen, was ich angeklickt habe. Und genauso habe ich denen das auch geschrieben. Und dann haben sie erstmal gesagt, so ja, wir müssen, also ja, uns ist eingefallen, wir haben da doch noch Daten von Ihnen gefunden und haben mir dann irgendwann eine CD-ROM zugeschickt. Ja, und diese CD-ROM, die hatte es wirklich in sich. Zu Hause habe ich dann erstmal das geöffnet und dann konnte man sehen, beispielsweise, was für Suchanfragen ich in letzter Zeit gemacht habe, auf welche Werbe-E-Mails ich reagiert habe. Denn so die Links in Werbe-E-Mails, die man bekommt, die sind getrackt. Das heißt, das Unternehmen merkt genau, wann ich beispielsweise die E-Mail öffne, wenn da so ein Bildpixel quasi drin ist. Oder aber, wenn ich auf den Link klicke. So, das merken die ganz genau und ordnen das auch mir zu.
weil es ein personalisierter Link ist. Ja, und dann war da noch so eine große Excel-Datei. Die habe ich dann angeklickt und dann hat mein Rechner erstmal lange Zeit gar nichts gemacht und ich dachte so, hoch, mein Rechner ist jetzt wahrscheinlich schon wieder zu alt oder Schrott oder was ist da los? Und irgendwann hat sich diese Datei dann aber geöffnet und ich habe gemerkt, so, okay, das liegt nicht daran, dass mein Rechner so alt ist, sondern das liegt daran, dass diese Datei einfach sehr, sehr, sehr groß ist. Was meine ich mit sehr groß? Mit sehr groß meine ich, diese Tabelle hatte 15.365 Zeilen und zu jeder Zeile gab es bis zu 50 Zusatzangaben in Spalten. Das heißt, es war ein Riesendokument. Und ich habe dann erstmal so geguckt und geguckt und geguckt, was ist das? Und dazu gab es dann so ein mehrseitiges Erklärdokument, was dann erklärt hat, so was in den einzelnen Spalten steht. Und irgendwann ist mir klar geworden, so, okay, das sind alle 15.365 Klicks, die du in den letzten 14 Monaten bei Amazon gemacht hast. Jeder einzelne Klick wurde erfasst. So. Um mal klarzumachen, wie viele Daten das eigentlich sind, bin ich in den Supermarkt gegangen, in die Papierabteilung. Und habe mal 15.365 Papierseiten ungefähr mal so aufgestapelt, um zu zeigen, ja, wie groß das eigentlich ist. Moment. So. Und das sieht dann so aus. Also, ich habe erst überlegt, ob ich es aufstapeln soll auf einen Stapel, dann ist mir allerdings klar geworden, dass das nicht so stabil wäre. Das wäre nämlich ein Berg, der deutlich höher ist als ich selbst mit meinen 1,70 Meter und ich wollte nicht von meinem Datenberg erschlagen werden. Also habe ich das auf zwei Papierstapel verteilt. Das heißt, das ist die Datenmenge, die Amazon über mich nur auf der Kaufplattform erfasst, wenn ich so 14 Monate dort unterwegs bin. Wobei ich sagen muss, ich habe versucht, möglichst viel über Amazon zu machen, aber ich bin trotzdem kein Intensivnutzer. Freunde von mir nutzen das viel intensiver. So, die kaufen sogar Lebensmittel darüber. In Berlin kann man sich sein Bier gekühlt innerhalb von 2 Stunden per Amazon halt an die Tür liefern lassen. Das machen einige Leute auch. Das habe ich beispielsweise nicht gemacht. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist in so einem Datensatz drin? Das Interessante ist, dass wenn jeder Klick gespeichert wird, natürlich nicht nur erfasst wird, was habe ich eingekauft oder was habe ich auf meine Wunschliste gesetzt, das heißt, was habe ich mir vorgemerkt, um es später zu kaufen, sondern wirklich jede Recherche, jedes Buch, jede Bewertung, die ich mir angeschaut habe. Man sieht, wann ich ein Bild vergrößert habe. Man sieht, wann ich gezielt Sucheingaben gemacht habe. Und das ist viel umfassender als das, was man kauft. Weil man kennt das ja vielleicht, manchmal recherchiert man Bücher von Leuten, die man überhaupt nicht mag. In meinem Fall ist es so, dass ich auch über rechtsextreme, gewaltbereite Bewegungen schreibe. Und dann gucke ich mir natürlich an, so was gibt es Autoren in diesem Bereich, was schreiben die? Und das fand ich schon ziemlich gruselig, dann zu sehen, dass jemand, der mich nicht kennt und allein diesen Datensatz sieht, mich wirklich möglicherweise für rechtsextrem oder militant halten könnte. Ja? Wobei ich halt nur als Journalistin recherchiert habe. Was auch interessant war, war, dass man anhand dessen wirklich sehen konnte, wann war ich aktiv, wann war ich wach. So. Und das über 14 Monate hinweg kann beispielsweise Aufschluss darüber geben, ob man so Schlafstörungen hat. In einem Fall konnte ich sehen, dass ich halt nachts um 1 Uhr nachts oder so halt nach einem Klimagerät gesucht habe. Und dann habe ich mich nachher gefragt, warum hast du das gemacht? Und dann habe ich das mal mit der Klimatabelle für Berlin abgeglichen. Und dann war es tatsächlich der wärmste Tag bisher so. Und mein Schlafzimmer liegt halt so im Dachgeschoss und es ist ziemlich warm. Was man daraus auch ablesen konnte, und das fand ich wirklich spooky, man konnte sehen, wo ich war. Denn wenn ich mich, also wenn man sich mit seinem Rechner mit dem Internet verbindet und keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen ergreift, kann man anhand der IP-Adresse, also anhand so der Adresse, mit der mein Rechner mit anderen kommuniziert,
grob schätzen, wo ich bin. Also beispielsweise bin ich in Berlin oder bin ich in Brandenburg, bin ich in Mecklenburg-Vorpommern oder bin ich in Hamburg. Und ich habe für den Versuch extra keine Schutzmaßnahmen ergriffen, um genau das sichtbar zu machen. Und da konnte man wirklich sehen, wann ich beruflich nach Kiel gependelt bin. Ich bin in der Zeit ziemlich viel nach Kiel gependelt und da konnte man teilweise sehen, wann ich den Anschlusszug in Hamburg nicht erwischt habe, weil ich dann eben längere Zeit mit einer Hamburger IP-Adresse unterwegs war. Man konnte auch sehen, wann ich wo im Urlaub war. Ne? Beispielsweise in der Zeit war ich in Polen im Urlaub, ich war in den Bahamas. Und das Interessante war, dass Amazon sogar gespeichert hat, wie schnell die Internetverbindung war. Also die speichern auch, wie lange mein Rechner braucht, um Daten von Amazon zu laden, beispielsweise ein Bild. Und das kann man so grob vergleichen. Ne? Also wenn es lange braucht, um zu laden, dann ist die Internetverbindung wahrscheinlich schlecht. Ne? Und anhand des Datensatzes konnte ich etwa nachweisen, was die meisten Leute, die öfter mal zwischen Brandenburg und Berlin, Brandenburg und Polen pendeln, sehr genau wissen. In Polen ist die Internetverbindung viel, viel besser als in Deutschland im Schnitt. Man konnte sogar sehen, wann ich in der Unibibliothek war. Denn in Deutschland, die Unibibliotheken, die haben einen eigenen Internetanbieter. Das ist das Deutsche Forschungsnetz. Und da konnte man jedes, also man sieht halt auch, über welchen Telekommunikationsanbieter ich da war. Also beispielsweise nutze ich bei der Deutschen Telekom oder bin ich bei Vodafone oder bei einem ausländischen Anbieter wie beispielsweise Orange Polska. Und da konnte man eben dieses Deutsche Forschungsnetz auch sehen. Das heißt, man konnte sehen, wann war ich in der Bibliothek. Bei Studenten kann man also sehen, wann haben die gelernt oder haben die gar nicht gelernt von der Klausur. Interessant fand ich auch, dass nicht nur gespeichert wird, was ich angeklickt habe, sondern es wird auch geguckt, von welcher Seite komme ich. Das ist der sogenannte Referrer, nennt man das. Also das heißt, eine Seite, die ich besuche, kann sehen, von welcher Seite komme ich. Das ist für die Optimierung von Webseiten total interessant, beispielsweise zu sehen, über welche Google-Suchbegriffe kommt jemand auf meine Seite. Und die gucken sich das dann systematisch an. Ist allerdings die Frage, ob man das einer Person zuordnen muss. Ne? Und bei Amazon war es wirklich so, dass in meinem Klickstream ich dann sehen konnte, von welchen Seiten ich teilweise draufgekommen bin. Meistens habe ich zum Glück Amazon direkt, sage ich mal, ins Fenster eingetippt und bin nicht über Verlinkungen dahin gekommen. Allerdings manchmal schon. Beispielsweise habe ich mir öfter mal bei Spiegel Online Artikel durchgelesen, wo es dann so um politische Themen ging oder Couchsurfing in Russland, so eine Buchbesprechung. Und jeder kennt das, dann ist so das Buch verlinkt und dann klickt man da drauf, weil man das interessant findet und zack, ist es halt eben meinem Profil zugeordnet. Das heißt, Amazon weiß auch, auf welchen Nachrichtenseiten ich so unterwegs bin oder in welchen sozialen Netzwerken. Und was ich mich dann wirklich... Oh, ist eine Frage. Ja, ich muss mal kurz, also normalerweise stelle ich jetzt so in dieser halben Stunde immer massenhaft Fragen, aber das, was du sagst, das ist gerade irgendwie so spannend. Da kann man einfach nur zuhören und sich wundern und sich auch an den Kopf greifen. Das ist total faszinierend. Aber trotzdem möchte ich jetzt gerne einfach mal so eine kurze Rückfragerunde auch mal in die Gruppe jetzt bringen. Vom Wolfgang kam zum Beispiel auch über den Chat gerade die Frage, ob die Daten bei Amazon nur gespeichert werden, wenn man dort angemeldet ist, oder können die auch ähnlich wie bei Facebook Daten erfassen, wenn man nicht eingeloggt ist? Ja, also natürlich kann eben Amazon ohne weiteres auch Daten erfassen, wenn man da, also sobald ich auf der Seite bin, ist es technisch natürlich möglich zu erfassen, so okay, da ist jetzt eine IP-Adresse oder ein Rechner, der, also ein Rechner mit dieser IP-Adresse oder oft setzen halt eben solche Plattformen auch Cookies. Das sind so kleine Codeschnipsel im Browser. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal an anderer Stelle hattet. Und die sind individuell. Das heißt, dadurch wirst du wiedererkennbar. Die Frage ist eben, ob das mit einem Namen verknüpft ist, weil du vielleicht mit demselben Browser mal was bestellt hast. Also ich habe in meinem Fall wirklich nur die Sachen bekommen, wo ich eingeloggt war. Das ist eine durchaus spannende Frage, was da noch gespeichert wird und inwiefern das auch verknüpft wird. Weil viele Unternehmen argumentieren bei solchen Anfragen, wir müssen nur das herausgeben,
was direkt mit dem Namen verknüpft ist, mit dem Account und alles andere nicht. Und das ist so momentan auch so ein ziemlich großer Rechtsstreit. Ich vertrete die Auffassung, so die müssten halt eigentlich auch ihre Datenbank durchforsten und mir alles geben, ne? Und die Unternehmen verständlicherweise wollen das natürlich nicht, weil dann eine riesen Diskussion ausbrechen würde, beispielsweise bei Facebook, wie viel die eigentlich speichern durch diese ganzen Like-Buttons auf externen Seiten und sowas, ne? Ja, also ich habe letztens noch mal einen Artikel gelesen, da wurden Redaktionswebseiten, also von deutschen Redaktionen untersucht, eben in die Codeschnipsel und nach Trackern. Und das waren, glaube ich, 60 oder 70%, wo der Facebook-Tracker mit eingebaut waren, also auf den Seiten. Deutlich jedes Mal, wenn ich auf dieser Seite bin, weiß dann Facebook zumindest von dieser IP-Adresse, dass ich dort dann auch lese oder mich aufhalte. Interessant ist ja auch die Frage, bei Facebook ist ja, ist schon einige Jahre herausgekommen, dass die ja auch über Nichtmitglieder jede Menge Daten sammeln, Zugriff auf Telefonbuch, Messenger, wie auch immer. Weißt du, ob es da bei Amazon was Ähnliches gibt? Ja, also es ist, also bei meiner Anfrage kam nichts derartiges raus, wozu ich aber auch sagen muss, dass ich nicht alle Amazon-Dienste genutzt habe, die es so gibt, ne? Also ich hätte ja beispielsweise noch Amazon Prime nutzen können, ich hätte noch Videos schauen können, ich hätte noch diverse andere Kindle und so weiter nutzen können, habe ich alles nicht gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob Amazon auch Dienste hat, wo man Adressbücher hochladen kann. Also wäre mir jetzt nicht bekannt. Okay. Ich habe allerdings, nachdem ich das Buch veröffentlicht habe, hat sich ein Leser bei mir gemeldet, der hatte dann bei Amazon angefragt, weil er einen Kindle hat, also der liest seine Bücher über einen Amazon-Dienst. Und hat seine Daten angefordert und da konnte man natürlich sehen, wann hat er welches Kapitel gelesen bei einem Buch. Und das fand ich schon ziemlich übergriffig, ne? Weil bei einem Buch, das ist so, finde ich, das privatsphärefreundlichste Item, was man hat. Man sieht nicht, wem ich es verleihe, ob ich es gelesen habe oder auch nicht. Und beim Kindle oder bei vielen E-Books allgemein wird das eben erfasst, weil das für die Anbieter natürlich total interessant ist, auch zu wissen, ist ein Buch langweilig, kommen die Seiten mit Bildern besser an als andere und so weiter. Und bei meinem Datensatz war es so, dass ich nur die letzten 14 Monate bekommen habe. Allerdings habe ich auch keine Informationen bekommen, ob die vorherigen Daten von der vorherigen Nutzung gelöscht werden oder ab wann die Daten gelöscht werden. Das finde ich auch ein Problem, weil man das als Nutzer ja wissen will, wie lange sind meine Daten da oder muss ich erstmal einen Löschantrag stellen? Und das ist auch eine wichtige Info. Man hat das Recht, jederzeit also nicht nur seine Daten anzufordern, sondern eben auch zu sagen, ich möchte, dass meine Daten gelöscht werden. Und dann müssen die das machen. Dankeschön. Ich würde einfach jetzt noch mal in die Runde fragen, gibt es von euch an der Stelle noch mal Fragen an die Katharina? Gerne per Chat oder per Mikrofon. Ich habe eine Frage und zwar, wird da denn unterschieden zwischen volljährigen Personen oder auch Kindern, also die Daten, die gespeichert werden, ist das durchweg oder wird da auch irgendwie Unterscheidungen gemacht? Also das konnte ich anhand meines Datensatzes nicht sehen, weil ich eben volljährig bin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das ist, wenn man sich einen Account erstellt mit einer Altersprüfung. Rückblickend hat bei mir, glaube ich, niemand ein Alter geprüft. Oder beziehungsweise, ich glaube, wenn man Sachen ab 18 kaufen will, dann muss man nochmal eine extra Verifikation machen. Aber ich glaube, das ist auch schwerlich nachprüfbar, ob jemand Jugendlicher oder Kind ist oder schon volljährig. Also wär mir nicht bekannt, dass das systematisch geprüft wird, außer wenn man eben Sachen ab 18 kauft. Also bei Amazon gibt es ja auch immer noch mal solche Accounts für ein Kindle, wo die Kinder auch was spielen können oder wo die Kinder extra was gucken können oder sowas. Aber das wird natürlich dann jetzt nicht geprüft. Also das wäre, also das würde mich halt nochmal interessieren, jetzt wie das, weil ich meine, da wird ja auch unheimlich viel Geld, sage ich mal, generiert und dann wäre das ja spannend. Also für die Firmen, ja. Ich denke, dass sie sich die Daten entgehen lassen. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Rechercheauftrag fürs nächste Buch. Vielen Dank, das nehme ich auf jeden Fall mit. Nee, also das finde ich ebenso sehr interessant, weil gerade die Daten von Kindern ja hochsensibel ist. Da gab es mal auch. Also das finde ich auch eine interessante Entwicklung, dass beispielsweise Alexa oder Google, diese Sprachassistenten,
teilweise sehr stark von Kindern genutzt werden, weil die das ganz toll finden, dass sie so einen Sprachassistenten haben, den die einfach Befehle sagen können. Beispielsweise spiele jetzt das Hörbuch von, weiß nicht, Benjamin Blümchen und macht das, und der Automat macht das dann. Der hat, dem wird es nie langweilig, Fragen zu beantworten, im Gegensatz zu Erwachsenen. Und das Problem ist ja, dass da die Audiodateien auch systematisch erfasst werden, wenn man das nicht manuell ausstellt. Und ich habe letztens von einer Bekannten gehört, dass sogar in einem Kindergarten eine Alexa aufgestellt wurde. Und ja, das finde ich hochgradig schwierig, weil du aus dem, was die Kinder machen, was sie sagen, unglaublich viel über ihre Entwicklung ableiten kannst. Ne? Und die Kinder, die können das ja auch gar nicht einschätzen. Die fragen dann halt irgendwie so, was ist Sex oder was ist Nacktheit? So. Und dann ist das halt auf ewig, potenziell auf ewig in einem Datensatz gespeichert, der zumindest wahrscheinlich dem Familienaccount zugeordnet werden kann. Aber was ich da ja auch interessant finde, also als herausgekommen ist, dass die ganzen Sprachnachrichten nicht nur von Algorithmen analysiert werden, sondern von Menschen abgehört wurden. Und jetzt kam ja auch noch mal raus, dass das nicht nur die Sprachnachrichten, sondern auch die Videoaufnahmen von Smartkameras sind, die an Alexa auch mit angebunden sind. Es ist ja jetzt nicht so, dass da ein Rücklauf zu verzeichnen sind, sondern ich sag mal, die Sprachassistenten, die gehen ja weiterhin noch so wie warme Semmel über die Theke. Ne? Mhm. Glaubst du, es ist einfach vielen Menschen egal, dass die so offen und transparent sind, also dass die selbst weiterhin so eine Box nutzen, obwohl sie wissen, dass alles, was gesagt wird, von Menschen auch abgehört wird? Nein, ich würde absolut nicht sagen, dass, also ich glaube, der eigentliche Grund, warum das weiter genutzt wird, ist, dass diese Dienste einen echten Vorteil bieten, ja. Also wenn ich beispielsweise in der Küche bin und einen Teig knete und ich habe halt, also ne, ich, meine Hände sind voller Teig, ich kann halt kein Gerät bedienen oder wenn, dann ist es halt versaut, dann ist es extrem praktisch, wenn ich Sprachbefehle senden kann, ja. Oder wenn ich beispielsweise Auto fahre. Die Dienste haben wirklich einen Mehrwert für die Leute. Das Problem ist eben, dass es keine datenschutzfreundlichen Alternativen gibt. Das heißt, ich glaube, wir bräuchten allgemeine Regeln, dass wir eben die Vorteile von solchen Diensten nutzen, ohne eben die Nachteile zu haben. Und das müsste allgemein für alle gelten. Also ich glaube wirklich, dass wir aus dieser Diskussion rauskommen müssen, dass man sagt, so, naja, wenn es dich stört, dann nutzt doch kein Facebook, wenn es dich stört, dann nutzt doch kein WhatsApp. Ja, ich glaube, wir kennen das alle aus dem Familienkontext. Wenn man dann sagt, ich bin nicht in der WhatsApp-Gruppe, dann kriegt man halt die Bilder von den Enkelkindern oft nicht. Und da geht es nicht darum, dass man dann sagt, Datenschutz ist mir egal, sondern dann sagt man halt so, okay, ich nehme das jetzt in Kauf, weil Familie ist mir halt auch wichtig. Und ich glaube, gerade deshalb brauchen wir allgemeine Regeln für alle Unternehmen, die sicherstellen, dass da so ein Mindeststandard gewahrt wird. Genauso wie ich mir ein Auto kaufe und weiß, da sind spezielle Sicherheitstests vorher gemacht worden, dass ich nicht sterben werde so auf der nächsten Fahrt, muss ich halt sicher sein, dass bei sozialen Netzwerken, Plattformen, Online-Shopping so ein gewisser Grundstandard gewahrt wird. Und ich meine, das Beispiel von der Sauna war für mich auch deshalb so spannend, weil das eigentlich so zeigt, diese Normalität von Überwachung. Und ich glaube, je mehr Bereiche wir haben, wo wir einfach daran gewöhnt worden sind, dass das normal ist, dass wir das akzeptieren müssen, desto mehr akzeptieren wir das auch. Weil dann immer kommt so, naja, okay, was regst du dich über die Videokamera in der Umkleide auf? Weiß ich nicht, der Edeka wird doch auch überwacht. Und Edeka sagt dann so, ja, Amazon überwacht dich doch viel mehr. Und ich glaube, da müssen wir wegkommen, einfach nochmal zu uns zurückgehen und zu sagen, naja, wie wünschen wir es uns eigentlich, dass Unternehmen das gerne anders hätten und uns gerne vollkommen durchleuchten würden. Werbung ist ja relativ klar, aber es liegt ja nicht in meinem Interesse. Du sagst, es gibt uns, es gibt die Unternehmen, aber dann gibt es ja auch noch die Politik. Und haben es ja auch jetzt mitbekommen, nach dem Vorfall in Halle wird jetzt natürlich wieder ganz laut schärfere Überwachung und höhere Videoüberwachung, mehr Kontrollen, was ja eigentlich auch gar nichts mit der Motivation und mit der Ursache auch zu tun hat. Wenn jetzt aber von der Politik oder von der politischen Seite aus, ich sag mal, im Prinzip nur noch in diese Überwachungsschiene gelenkt wird, wie gehen wir denn als Bürger damit um? Oder wie gehst du als Bürgerin damit um? Also mein Gefühl ist, dass der Ruf nach neuen technischen
Überwachungsmöglichkeiten für ziemlich viele Innenpolitiker sehr bequem ist, um von den eigenen Versagen abzulenken. Ja, man muss sich ja mal den Fall Halle angucken und sehen, was da passiert ist. Ja, also da war der höchste jüdische Feiertag und vor der Synagoge war keine Streife. Die hatten keinen Schutz. Ja, also ich in Hamburg direkt neben der Uni, wo ich studiert habe, war eine jüdische Einrichtung, da stand jeden Tag die Polizei. Ist natürlich traurig, dass es nötig ist, aber wenn es nötig ist, dann muss sie da stehen. Und in Halle stand sie eben da nicht. Das heißt, mehr Videoüberwachung hätte das nicht verhindert. Ja? Eine Polizeistreife hätte echten Schutz bedeutet. Und mein Gefühl ist, dass wir uns da wirklich nicht an der Nase herumführen lassen sollten. Also ich wohne in Berlin in der Nähe vom Breitscheidplatz, wo eben das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt war. Ja, Freunde von mir, die wollten da halt wirklich hingehen an dem Abend und sich noch einen Stollen für die Mutter kaufen. So hätten jetzt tot sein können. Und da ist ja im Nachhinein rausgekommen, der Typ, der war auf dem Radar der Geheimdienste lange Jahre und die haben sich bewusst entschieden, wir überwachen ihn nicht weiter. So, da hat es keine technischen Möglichkeiten gefehlt. Da war der Polit, also es war halt einfach Behördenversagen. So, und natürlich ist es dann bequemer zu sagen, wir brauchen elektronische Fußfesseln und so. Aber ich glaube, da müssen wir halt einfach genauer hinschauen und auch überlegen, bringt das denn wirklich was? Ich glaube, es bringt halt wenig. Und leider Gottes muss man sagen, dass Attentate niemals zu 100% verhindert werden können. Genauso wie andere Straftaten, wie häusliche Gewalt und so weiter, nicht zu 100% verhindert werden kann. Man könnte häusliche Gewalt stark reduzieren, wenn man sagt, wir wollen Videoüberwachung in allen Räumen, von allen Wohnungen. Das will aber keiner. Und genauso sollten wir uns auch klar machen, so, naja, das Internet ist eben ein Lebensraum, wo wir Familienstreit teilweise austragen, ja, wo Liebespaare sich treffen und kommunizieren. Und das muss einfach ein unüberwachter Raum sein. Und ja, also Rechtsextremismus, das hat ganz andere Wurzeln, ist total bequem zu sagen, das kommt aus dem Internet. Das kommt leider nicht aus dem Internet. Also das merkt, glaube ich, jeder am Weihnachten beim Familienessen, wo dann halt irgendwie ein entfernter Verwandter plötzlich ganz coole Thesen von sich gibt und man sich fragt so, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Und ich denke aber, dass solche Ideologien oder auch so eine Sprache, die ausgrenzt, Hass gegen Minderheiten schürt, dass die letztendlich auch natürlich Gewalt befürwortet. Also ich kriege ständig Morddrohungen mittlerweile. Das ist mein Alltag. Das ist mein Leben. Ich habe mich dran gewöhnt, aber das macht es noch lange nicht gut. Und Überwachung wird das Problem nicht lösen, weil die Leute schreiben mir, die unterschreiben mit Namen, die unterschreiben mit Doktortitel. Die wissen einfach, dass die Strafen so gering sind. Also ich frage auch deshalb, wir befinden uns ja, also gerade wenn wir so die ersten Schritte in den Bereich Smartphones und Digitalisierung gehen, auf der einen Seite sind erstmal ganz viele Punkte, wo wir aufpassen müssen, wo Daten gesammelt werden, wo wir medial abhängig sind. Auf der anderen Seite sind politische Entscheidungen, auf die wir eigentlich überhaupt gar keinen Einfluss haben, so als einzelner Bürger im Moment. Und oft ist einfach so das Gefühl von Machtlosigkeit da. Jetzt gerade jetzt so in dem Fall, es kommt irgendwie ein schlimmer Vorfall und der Ruf nach mehr Überwachung wird irgendwie deutlich. Und ich glaube, da tut es einfach mal gut, mit auch Leuten zu reden, wie die oder derjenige in dieser Situation damit umgeht. Du sagst, du bekommst auch öfter Morddrohungen oder auch Drohungen über soziale Netzwerke. Viele haben ja auch, oder vielleicht haben sie auch mitbekommen, es gab vor einigen Tagen ein Gerichtsurteil im Fall Renate Künast, dass bestimmte Äußerungen eben nicht als Straftat oder als Beleidigung auch durchgehen. Wie gehst du persönlich damit um? Ja, also ich unterscheide dann, also das Problem ist, wenn ich wirklich alles zur Anzeige bringen würde, dann hätte ich kein Leben mehr. Ja, das sagt man so leichtfertig, bring doch alles zur Anzeige, ja, aber ich möchte halt gerne auch noch irgendwie andere Dinge tun, außer zur Polizei rennen. Und deshalb schaue ich mir genau an, was ich zur Anzeige bringe. Also ich hatte letztens so eine E-Mail vor einiger Zeit, Moment, ich kann daraus gerne zitieren, die habe ich nämlich vor einiger Zeit mal rausgesucht.
ja, ich weiß nicht, ja, obwohl ich lese sie, glaube ich, nicht vor. Es ist halt wirklich ekelhafte Sprache. Also Vergewaltigungsandrohungen und ich soll ins KZ und genau, also die Juden müssen vergast werden. Ich bin gar nicht jüdisch, aber es ist halt, ne, also keine Ahnung. Aber naja, man stumpft halt ab. Das finde ich halt auch interessant. Am Anfang hat mich das total mitgenommen und ich habe mich wirklich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Oder ich habe mich gefragt, möchte ich mich noch öffentlich zu diesem Thema äußern? Aber irgendwann bin ich abgestumpft. Ich habe mich daran gewöhnt. Mittlerweile ist es so, wenn ich halt irgendwas auf sozialen Netzwerken bekomme, ich blocke das direkt. Also das heißt, ich schalte die Leute auf stumm, dass die mir nicht mehr schreiben können. Und bei E-Mails teilweise, wenn es wirklich richtig hart ist, dann gebe ich das manchmal auch zum Anwalt und der bringt das zur Anzeige. Genau, also so gehe ich damit um. Und das Ding ist aber, dass also ich schreibe viel im Internet, ich habe mich dran gewöhnt, ich gehe aber davon aus, dass andere Leute sich entweder nicht dran gewöhnen wollen oder nicht dran gewöhnen können und die verschwinden dann aus dem Diskurs. Und das ist halt gerade ein Problem bei jungen Frauen, also da gibt es auch diverse Studien zu, dass die wirklich aus Diskussionen weggemobbt werden, wenn man ständig Vergewaltigungsandrohungen bekommt in dem Stil, wir stehen vor deiner Tür. Und das ist wirklich schlimm, so gerade wenn man im Bereich Feminismus irgendwas schreibt oder gegen rechts, dann verstummen irgendwelche Stimmen einfach. Und das finde ich ganz gefährlich, weil wir in einer Demokratie ja irgendwo also irgendwo muss ja jeder eine Stimme haben, aber wenn Leute sich nicht mehr trauen zu sprechen, dann können wir gar keine richtige Debatte mehr führen. Okay. Ja, danke schön für diesen recht persönlichen Einblick. Ich möchte gerne nochmal auf das Thema der gesammelten Daten auch nochmal zurückkommen. Ich hatte dich ja vorhin auch noch so ein bisschen an dem Punkt unterbrochen, wo auch in den Hochschulen dann gesehen wird, ob du anwesend bist oder nicht. Ich gehe noch mal ein paar Schritte weiter zurück und zwar zu deinem Einkaufszettel. Weil im Moment, wir sehen, es werden ganz viele Daten oder es wurden ganz viele Daten über dich gesammelt, sehr viele Papiere, was, wie, wo, wann du eingekauft hast. Und ich meine mich mal erinnern zu können, bei einer Veranstaltung hattest du auch noch mal erzählt, was so, ich sag mal, in Richtung psychologisches Profil auch aus dem Einkaufsverhalten abgeleitet werden kann. Also, wie weit kann das im Prinzip gehen, wenn sich jemand, der sich damit auskennt, damit beschäftigt, was du konsumierst oder wie du lebst? Ja, also man kann das also aus meinem Konsumverhalten, gerade im Bereich Lebensmittel, lassen sich wirklich ja, detaillierte Gesundheitsinformationen abrufen. Ne? Das kann man schon so grob schätzen. Beispielsweise das Risiko, später mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen, hat einen großen Zusammenhang einfach mit meinem Lebensstil, ob ich mich ungesund ernähre. Ich glaube, du spielst auf einen Vortrag an, in dem es um soziale Netzwerke ging, was man beispielsweise aus den Likes bei Facebook herauslesen kann. Auch Und ja. das ist ziemlich interessant, weil da kann man schon anhand dessen sehen, so beispielsweise jemand, der halt irgendwie oft Likes verteilt. So, die meisten haben das auf öffentlich gestellt, dass alle Leute das sehen können. Dann hat jemand so 200 Likes und oder 300 Likes. Und da gab es eben Studien, die gezeigt haben, so, naja, wenn ich von jemandem ein paar hundert Likes habe, dann kann ich genauere Einschätzungen machen, was der mag oder was der nicht mag, als der Lebensgefährte. Ne? Wenn ich beispielsweise irgendwie 100, 150 waren es, glaube ich, oder 200 habe, dann genauer als irgendwie so der beste Freund. Und das ist schon ziemlich detailliert, das ist schon ziemlich intim. Und das läuft folgendermaßen, dass man bei solchen Studien halt eben oft so Vergleichsgruppen hat. Das heißt, man schaut sich an Leute, die das geliked haben, wie sind die sonst drauf? Und dann macht man solche Korrelationsanalysen. Und beim Thema Einkaufen ist auch ganz interessant. Da gab es mal einen Fall vor ziemlich vielen Jahren schon in den USA. Da hatte eine, also da gibt es so eine Supermarktkette, die heißt Target. Und da hat eines Tages so ein wütender Vater angerufen und der meinte so, ich will den Geschäftsführer sprechen und wurde dann weiterverbunden. Und der hat dann gepöbelt und gesagt, so ja, was fällt Ihnen ein, meiner Tochter Werbung für Umstandsmode zu schicken? Die ist noch überhaupt nicht 18, wollen Sie sie zu vorehelichem Sex verführen? Und der Geschäftsführer hat sich dann entschuldigt, hat dann ein paar Wochen später nochmal angerufen, um sich nochmal zu entschuldigen. Und dann war der Vater ganz kleinlaut und hat gesagt, so ja, mir tut es leid,
Ich habe nochmal mit meiner Tochter gesprochen und ja, in meinem Haus sind Dinge vorgefallen in letzter Zeit, über die ich nicht informiert war. Meine Tochter ist schwanger, sie bekommt ein Kind. Und dann haben Journalisten versucht herauszufinden, wie dieses Unternehmen eigentlich herausfinden konnte, dass die Tochter schwanger ist. Und da hat das Datenteam von Target damals noch sehr auskunftsfreudig reagiert und gesagt, so, naja, ganz einfach, wir haben hier dieses Kundenkartensystem oder dieses Kundensystem und da haben wir einfach mal geguckt, wie ändern Frauen, die irgendwann Babysachen kaufen, ihr Verhalten? Na, also beispielsweise Frauen, die irgendwann Windeln kaufen, Babybrei regelmäßig, wie ändern die in den 9 Monaten davor ihr Verhalten? Und da haben die eben so ein Dutzend Produkte ungefähr gehabt, wo man recht einfach sagen konnte, so, naja, wenn eine Frau plötzlich anfängt, unparfümiertes Duschgel zu kaufen, dann weiß sie wahrscheinlich, dass sie schwanger ist. Und hat plötzlich Angst davor, irgendwelche Sachen zu sich zu nehmen, die schädlich fürs Kind sein könnten. Ne? Oder wenn sie plötzlich eine sehr, sehr große Tasche kauft. Nicht unbedingt eine Babytasche, einfach nur eine sehr große Tasche. Jeder, der Eltern kennt oder Kinder hatte, weiß, naja, wenn man Kinder hat, muss man meistens sehr viel Krempel rumschleppen. So, und das sind dann so Indikatoren. Und die konnten halt, die haben wirklich gezielt Werbung ausgeschickt an Frauen, wo sie dachten, die ist schwanger und die hatten eine sehr hohe Trefferquote. Und so etwas ist eben, so etwas nennt man Korrelationsanalyse, wenn man einen großen Datensatz hat und guckt, was gibt es für Muster. Und das kann man mit ganz vielen Dingen machen, ne? Also beispielsweise Amazon könnte sich angucken, Leute, die irgendwann einen Depressionsratgeber kaufen oder Scheidung leicht gemacht oder so. Wie ändern die vorher ihr Verhalten? Haben die einen unregelmäßigen Lebensrhythmus, Schlafrhythmus? Pendeln die oft oder irgendwie so. Also ne, man könnte solche Analysen machen. Ob sie gemacht werden, weiß ich nicht, ja, aber es wäre technisch möglich. Weshalb ich dafür argumentiere, bitte speichert nicht jeden meiner Klicks, ne, weil ich nicht möchte, dass es halt missbraucht wird. Man kann sich natürlich niemals zu 100% sicher sein, dass diese Daten da auch sicher sind. Da sollte man sich auch nichts vormachen. Also wir haben jetzt ja in den letzten Gesprächen, auch bei den Auftaktveranstaltungen mit dem Peter Knag, da ging es ja wirklich so um die Datensammlung digital über Smartphone und Internet. Jetzt sind wir ja überhaupt nicht vor dem Computer oder auch nicht am Smartphone und da werden jetzt auch überall Daten gesammelt. Was kann ich als unbedarfter und nicht Profi-Mensch eigentlich tun, wenn ich nicht möchte, dass überall an jeder Ecke von mir Daten erfasst und gesammelt werden? Hast du da vielleicht noch ein paar hilfreiche Tipps? Ja, also man kann halt so einzelne Sachen machen. So im Endeffekt bin ich aber ein großer Befürworter davon, dass wir einen gesamtgesellschaftlichen Wandel brauchen. Ja, also ich finde, klar wäre es toll, wenn alle Leute in den Datenschutzeinstellungen versuchen, so das Schlimmste zu verhindern für sich oder irgendwelche Browser-Plugins installieren und so weiter, verschlüsselt kommunizieren. Aber ganz ehrlich, das ist nicht realistisch, dass wir das alle machen. Wir sind halt Menschen, wir sind bequem. Manchmal haben wir Zeitstress, dann installieren wir einfach mal was und haben keine Zeit, da überall zu gucken. Und ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, sich in dem Bereich politisch zu informieren, wie stehen die Parteien dazu oder kann ich einen Verein unterstützen, der in dem Bereich Aufklärungsarbeit macht. Das wäre mir persönlich ein wichtiges Anliegen. Also man kann natürlich so einzelne Sachen machen, um sich zu schützen. Ne? Man kann beispielsweise gucken, dass man Dienste, die man besonders nah an sich ranlässt, also beispielsweise soziale Netzwerke oder irgendwas, was mit Gesundheit zu tun hat, da wirklich die Datenschutzeinstellungen prüfen, anpassen, die Datenschutzerklärung lesen und vielleicht auch gucken. Was ich immer empfehlen kann, ist wirklich Stiftung Warentest. Die machen mittlerweile auch Datenschutztests, wo die beispielsweise Apps oder halt unterschiedliche Dienste, beispielsweise solche Tracker zum Joggen, ne, wo die vergleichen und einfach gucken, wer sendet zu viele Daten. So was ist die datensparsamste Alternative? Dann kann man natürlich auch Alternativen nutzen. Also ich nutze kein WhatsApp, stattdessen nutze ich Signal. Das ist eine freie Alternative. Interessanterweise auch gefördert mit Geld von dem ehemaligen WhatsApp-Besitzer, der, glaube ich, so ein bisschen Gewissensbisse hatte, nachdem er das an Facebook verkauft hat. Und das ist eine freie Alternative, die eben keine Werbung macht, ne? Und oder kein Werbetracking betreibt. Was man natürlich auch machen kann, ist mal, so sage ich mal, das Experiment, was ich gemacht habe, für sich zu wiederholen und wirklich zu schauen, bei welchen Unternehmen wird etwas über mich gespeichert. Und will ich das? Also so eine Art Dateninventur zu machen.
Was ich persönlich besonders empfehlen kann, was mal interessant ist, ist halt wirklich, sich mal bei der Krankenversicherung anzugucken, was eigentlich beispielsweise Ärzte abgerechnet haben. Wenn man gesetzlich versichert ist, dann weiß man das ja manchmal nicht, ne? Und ich habe bei meinem Hausarzt überhaupt gar kein Problem, wenn er halt Sachen abrechnet, weil die hat er auch meistens gemacht. Aber manchmal hat man dann so schlechte Ärzte, die dann so irgendwelche krassen Untersuchungen aufschreiben, wo man sich denkt so, eigentlich bin ich nach einer Minute wieder rausgegangen, das ist aber schon komisch. Und da kann man halt ruhig mal gucken, was da eigentlich so drin war. Ja, und ich habe auch noch so für mein Buch so ein Kapitel am Ende gehabt, wo es darum ging, was für Dienste kann man eigentlich empfehlen oder was kann man eigentlich so persönlich machen. Ich kann das gerne in den Chat schmeißen, das habe ich nämlich auch online auf meiner Webseite, wenn ihr wollt. Ja, also wie gesagt, wenn du da Links hast, schick die mir einfach zu, da schreib die in den Chat und ich werde die dann nachher mit der Aufzeichnung in die Videobeschreibung mit reinnehmen. Aber ich finde, das sind einfach schon mal so ein ganz paar ganz wichtige Impulse, vor allen Dingen, was du vorhin auch gesagt hast, einfach so das Recht auf Auskunft. Weil oft erlebe ich auch so in meinem Umfeld, da kommt irgendwelche Werbung, man weiß jetzt gar nicht, oh je, wo haben die denn jetzt eigentlich meine Adresse her und was haben die noch über mich, dass ich einfach das Recht habe, mich dort mit in Verbindung zu setzen und ja, so zu fragen, was habt ihr eigentlich alles über mich gespeichert? Ja, also ich kann das wirklich nur empfehlen, das ist hochgradig interessant. Ich habe beispielsweise auch bei Netflix, einer Videoplattform, meine Daten angefordert. Da konnte ich sehen, in welcher Minute ich vor- und zurückgespult habe, wann ich eine Toilettenpause gemacht habe. Das ist halt schon ziemlich übergriffig und ich glaube, je mehr Menschen das machen und das auch öffentlich machen oder auch mit anderen darüber sprechen, was da gespeichert wird, desto eher erreichen wir wirklich eine Sensibilisierung in unserer Gesellschaft, dass diese Unternehmen auch weniger speichern, wirklich nur das speichern, was sie speichern müssen. Und bei Netflix wird ja oft argumentiert so, naja, wir müssen eben speichern, was du guckst, damit wir dir Vorschläge machen können, ne? Also bei diesen Videoplattformen. Wobei man das auch datenschutzfreundlich lösen könnte. Na, man muss nicht wissen, wann ich eine Toilettenpause gemacht habe, um mir gute Filme anzuzeigen. Vielleicht reicht es einfach zu wissen, dass ich mich für Science Fiction interessiere oder für Liebesfilme. Und mehr muss man dann erstmal nicht wissen. Ne? Und ich glaube, da müssen wir halt einfach so sagen, also ganz klar darauf bestehen, was ist in unserem Interesse, was wollen wir? Wenn der Programmdirektor von RTL 2 beim, weiß ich nicht, abends um 23 Uhr, 1 Uhr Fernsehschauen neben uns gesessen hätte und sich angeguckt hätte, was wir gucken, dann fänden wir das ganz schön strange, ja. Und wenn heute das Online-Plattformen machen, dann sollen wir das normal finden. So, ich finde nicht. Ich meine, das ist jetzt auch eine schöne Frage oder ein schöner Punkt, den ich jetzt einfach mal auch in die Runde jetzt gebe. Du sagtest vorhin auch, du bist der Meinung, es muss auch ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Was denkt ihr, die ihr mit dabei seid? Wie geht es euch damit, also in dieser analogen wie auch digitalen Welt, wo wir von Datensammlung umgeben sind? Welche Strategien, welche Meinungen habt ihr, wie wir vielleicht damit umgehen können? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, damit umzugehen oder müssen wir einfach alles so hinnehmen? Würde ich jetzt einfach gerne auch mal in die Runde geben und auch mal um eure Meinung fragen. Wer möchte denn was dazu sagen? Angelika. Ja, ich habe eben die Idee gehabt, weil die ganzen anderen Lösungsansätze, die sind natürlich sinnvoll und vernünftig, aber ich denke, die sind ja, also dauert einfach ein bisschen länger. Macht das denn Sinn, sage ich, guerillamäßig sozusagen, das zu manipulieren in andere Richtungen? Also bei Kaufverhalten irgendwie oder das Klicken, also so wie ich das jetzt mache, kann ich es ja auch anders steuern. Ich meine, das macht natürlich dann schon Arbeit, aber dadurch würde man ja diese ganzen Algorithmen eigentlich ein bisschen stören oder macht das gar keinen Sinn? Ja, also man kann natürlich versuchen, als Einzelner Sand ins Getriebe zu steuern. Das Problem ist allerdings, dass das ziemlich aufwendig ist für den Einzelnen. Ja, also wenn ich versuchen müsste, beispielsweise mein Amazon-Kundenprofil zu, wo mein Klickverhalten zu manipulieren, wenn ich intensiver Nutzer bin, müsste das eigentlich bedeuten, dass ich, weiß nicht, doppelt so viel Zeit auf dieser Plattform verbringe, einfach nur um diese falsche Datenspur zu legen. Und meine richtigen Daten wären dann ja trotzdem irgendwo drin. Und alle anderen Leute würden das wahrscheinlich nicht machen. So, und das ist das Problem. Man könnte, also es gab auch mal die Idee, das maschinell zu machen. Das heißt, dass man quasi eine Software schreibt, die halt so für mich wild rumklickt. Das Problem ist allerdings, dass so etwas mit hoher Wahrscheinlichkeit rausgefiltert werden kann von den Anbietern. So. Und da sehe ich einfach das Problem, dass
ja, es sehr schwierig ist, gut gemachten Datenmüll, sage ich mal, zu erzeugen, der nicht als solcher erkannt wird. Ja, und also für mich geht es immer nicht nur also so um, also klar, man kann versuchen, sich selbst zu schützen oder, sage ich mal, versuchen, bei sich so ein bisschen Unternehmen auf eine falsche Fährte zu locken. Aber die Frage ist, wie viel Aufwand will ich mir aufbürden, das gut zu machen, ja, glaubwürdig zu machen, wenn ich, weiß nicht, bei Netflix jeden Abend irgendwie so meine 2 Folgen Serien gucke, müsste ich dann halt auch andere Sachen dann halt gucken. Das ist ja irgendwie aufwendig, ne? Und vor allem, ganz viele Leute werden das nicht machen. Also ich höre das die Frage oft. Ja, das war, glaube ich, früher mal eine gute Strategie, aber mittlerweile kann man solche Störsachen, gerade wenn sie maschinell erzeugt werden, alles andere wäre aus meiner Sicht zu aufwendig, kann man rausfiltern. Also nur mal so als Beispiel, man könnte ja auch eine Software schreiben, die so wild rumklickt auf einer Webseite, wild rumklickt, tippt. Das Ding ist, dass jeder Mensch ein relativ individuelles Maus- und Tippverhalten hat. Ne? So etwas kann man auch erfassen. Ist halt die Frage, wie viele Plattformen so weit schon in ihre Auswertung und Analyse gehen. Ja, aber ich glaube, wenn jemand ein Skript schreiben würde, also eine Software, die gezielt versucht, da so eine falsche Fährte zu legen, wären die Unternehmen sehr schnell dran, das rauszufiltern. Okay, Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen oder Rückmeldungen? Ralf? Ja, die Cora hat eine Frage. Ja, ich würde gerne wissen, also mit dem WhatsApp, ich bin ja aus Facebook rausgegangen, weil mich das total genervt hat, aber das WhatsApp ist halt eine Geschichte, wo man ganz viele Vernetzungen hat. Und wie ist deine Erfahrung mit diesem anderen Anbieter, wie du sagst, Signal, glaube ich, war der Name. Ist es dann möglich, da irgendwie ein eigenes kleines Inselnetzwerkchen aufzubauen? Oder wie gut ist die Chance, andere zu gewinnen, da auch reinzugehen? Also bis jetzt, meine Freundin hat irgendein Schweizer Ding probiert, die hat nicht mal ihre Kinder dazu gebracht. Ja, damit Streamer wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja, also Freema wird von vielen empfohlen. Ich habe das ein bisschen das Problem mit Freema, dass es der Softwarecode nicht öffentlich einsehbar ist. Das ist für mich ein Problem. Das andere ist, dass es Geld kostet. Ich glaube, für die meisten Leute ist halt wirklich dieses Argument, bin ich bereit, dafür Geld zu bezahlen, und Freema kostet eben Geld. Und Signal ist kostenlos. Das ist der große Vorteil. Und meine Erfahrung ist da wirklich positiv. Wenn Dienst kostenlos ist, dann und einfach installiert werden kann und fast alle Features bietet, die WhatsApp auch hat, dann ist es sehr einfach, Leute zu überzeugen. Und also man kann ja bei WhatsApp auch Sprachnachrichten verschicken, man kann auch telefonieren, man kann auch so kleine GIFs, also so Bilder verschicken, das kann man alles bei Signal auch. Und das ist technisch schon ziemlich gut gemacht, weil die auch ziemlich viele Spendengelder so als, sag ich mal, größte Alternative bekommen haben. Und das ist technisch schon ziemlich ausgereift. Also ich kann das wirklich empfehlen. Ne? Also ich nutze es auch selbst und so, sag ich mal, in der Anfangszeit vor ein paar Jahren war das halt vielleicht noch so ab und zu mal ein bisschen nicht ganz so perfekt. Mittlerweile ist das stabil. Also ich würde mal Signal wirklich probieren, weil ja, kostenlos ist das Hauptargument. Die Leute haben keinen Bock, für irgendwas ihre Kreditkarte zu zücken. Mhm. Also da kann ich vielleicht auch noch ergänzen. Also ich benutze auch 2 Messenger, Signal wie auch Threema. Wobei ich lieber Threema nutze, also auch das Argument mit dem Geld ist nachvollziehbar, beobachte ich auch oft. Ich persönlich denke, ich zahle dann lieber etwas und weiß dann aber auch, wofür ich bezahle. Also, weil ich meine, Programmierer müssen auch Geld verdienen, niemand will umsonst arbeiten und da ist es auch okay, 3 Euro zu verdienen. Letztendlich von der Funktion geben sich die einzelnen Messenger alle nichts. Die können eigentlich fast alle das Gleiche. Das Problem ist halt wirklich, dass bei WhatsApp die große Masse der Leute ist und die wirklich träge ist zu wechseln. Wo ich es für mich geschafft habe, ist im Familienkreis und im Freundeskreis, also meiner Familie kann ich das selber steuern, auch im Freundeskreis, dass ich auch mittlerweile über 60 Kontakte im Threema habe und das genauso regeln, eigentlich noch mehr nutze und WhatsApp eigentlich nur noch für die obligatorischen Gruppen, für die Schule und die Vereine. Okay. Also was da eine sinnvolle politische Forderung wäre, finde ich, ist zu schauen, ob man nicht
einen gemeinsamen Standard für Messenger definieren kann, weil es ist ja heute kein Problem, dass ich eine E-Mail von, weiß ich nicht, hier online nach AOL oder Google Mail oder Yahoo schicken kann. Ja, halten wir für total normal, aber dass unterschiedliche Messenger nicht miteinander kommunizieren können, so dass obwohl viele halt eine ähnliche Technik nutzen. Also da müsste man sich halt wirklich auf einen Standard einigen. Das ist nicht trivial, gerade bei so, wenn das erstmal gewachsen ist und vielleicht der eine sagt, so, naja, aber unseres ist deshalb sicherer und der andere sagt so, nee, ihr seid nicht sicherer, unser System ist besser. Klar, ist schwierig, ne? Aber wenn WhatsApp wollte, könnten die so Brücken zu einzelnen Diensten bauen. So, sie wollen das nicht, weil in dem Moment, wo solche Brücken existieren, würden die Leute nämlich rausgehen, weil sie dann denken würden, so ja, wenn ich über Signal meine WhatsApp-Kontakte erreiche, nö, dann brauche ich nicht bei WhatsApp sein. Ne? Das wissen die ganz genau. Ja, sobald ja WhatsApp auch die Verschlüsselungstechnologie von Signal ja auch verwendet. Also es ist ja die gleiche Technologie, die da verwendet wird. Ja, weil ja. Die Verschlüsselungstechnologie ist ja, glaube ich, die gleiche. Und es ist ja, wie du schon gesagt hast, der WhatsApp, der ehemalige Chef, der ist ja, als der Zuckerberg nach den 5 Jahren Schonfrist gesagt hat, dass eben auch Werbung eingespielt wird, ist er daher auch ausgetreten und spendet regelmäßig hohe Beträge an diese Foundation, die Signal da weiterentwickelt. Ja, das Problem ist eben, dass bei WhatsApp kann man nicht nachprüfen, ob die Verschlüsselung wirklich sicher ist. Ja, und die sagen, also bei Facebook sagen sie halt auch, dass, naja, wir verschlüsseln das, aber auf Anfrage von Behörden können wir es halt irgendwie dann trotzdem über diverse Wege dann irgendwie wieder herstellen, ja. Wo man sich dann denkt, so, ja, klingt nicht so ganz vertrauenswürdig. Ja. Also es ist halt immer die Sache, man muss den Anbietern halt vertrauen, wenn es nicht so freie Software ist. Freie Software bedeutet, dass das unter einer bestimmten Lizenz steht, die eben unabhängigen Sicherheitsexperten auch erlaubt, reinzugucken. Ne? Also so die bekannteste freie Software ist Linux, beispielsweise so das Raumfahrtprogramm der NASA wird ohne Linux nicht funktionieren. Linux läuft auf allen, ziemlich allen größeren Server, oder die meisten größeren Servergeschichten von großen Unternehmen auch. Und da wird eben Sicherheit dadurch erzeugt, dass man eben sagt, durch Transparenz, ne? Dadurch, dass man nachprüfen kann, dass das wirklich sicher ist. Nee, das ist natürlich vollkommen recht, zumal bei WhatsApp die Verschlüsselung ja auch erst in Kraft tritt, wenn die Nachricht das Smartphone verlässt und WhatsApp sich ja mit der Facebook-App den gleichen Speichercontainer auf dem Smartphone ja auch teilt. Und ich meine auch da mal gelesen zu haben, dass es dann möglich ist, dass, ich sag mal, dort unverschlüsselt auf die Nachrichten auch zugegriffen werden kann. Ja, das Problem ist halt auch bei, also ne, ist eine Sache der Nachrichteninhalt, ob der Anbieter da mitlesen kann, das ist natürlich wichtig, ja, aber man darf ja nicht vergessen, dass die Tatsache, wann ich mit wem kommuniziere, manchmal viel mehr darüber aussagt, was der Inhalt der Kommunikation ist. Ne? Also beispielsweise, wer meine beste Freundin ist, das kann man daran sehen, wem ich die meisten Nachrichten schicke. Ganz einfach. Ne? Man sagt ja mal, du findest raus, wer dein bester Freund ist, den kannst du um 3 Uhr nachts anrufen. Ja? Guck einfach, wen die Leute um 3 Uhr nachts anrufen. Und daraus kann man Affären ablesen, Liebschaften, alles so. Und da, so etwas will ich halt gerne nicht Facebook in den Rachen werfen, sondern nutze ich lieber eine Alternative. Ja, also das kann ich wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Kann nicht schaden. Genau, auf jeden Fall. Gehen wir nochmal so in die Richtung Schluss, nochmal in die letzte Fragerunde. Gibt es da noch Rückmeldungen, Fragen? Dem scheint erstmal nicht zu sein. Das bedeutet erstmal, dass das alles so gut war, dass du jetzt alle hier sprachlos zurücklässt. Zumindest fragenlos, genau. Du hast nochmal in den Chat deine Website und einen Link nochmal dazugestellt und ich möchte einfach nochmal kurz hier freigeben und nochmal zeigen, deine Website katascha.de und dann unter Erste Hilfe gibt es hier eben auch nochmal erste Tipps für die Privatsphäre. Wie gesagt, die Links, die kommen auch nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Und das zweite war der empfohlene Signal-Messenger. Wenn man im Prinzip im App Store oder Play Store nach Signal sucht, dann findet man ihn ansonsten auch über die Website signal.org. Jetzt habe ich aber noch mal kurz eine Frage, weil jetzt eben auf der Internetseite, als du da drauf gegangen bist, war doch auch irgendwie der Facebook-Button, oder? Ist das dann automatisch oder nutzt du das dann auch? Oder also das hat mich jetzt gerade irritiert. Was war da?
Da war auf der rechten Seite auch so ein Facebook-Button. Eben als du die Seite von der Katharina gezeigt hast. Ach so, ja, das ist ein manuell erstellter Button von mir selbst, der kein Tracking-Button ist. Ah, okay. Das bedeutet einfach, ich habe mir halt überlegt, man muss die Leute halt auch da erreichen, wo sie sind. Ne? Ja, also ich habe beispielsweise bei Facebook poste ich dann halt, wenn ich einen neuen Blogbeitrag oder eine neue Folge von meinem Podcast habe. Aber wer mich wirklich erreichen will, der kontaktiert mich lieber über andere Plattformen. Aber ich habe da eben auch eine Seite für meinen Blog, so, und die ist verlinkt, aber es ist kein getrackter Button. Ich habe mir extra angeguckt, so, was gibt es da für Alternativen. Ne? Okay. Keine Sorge. Ja, das war gut aufgepasst. Ja, sehr gut. Ja. Nee, ansonsten, ich habe eine Sache vielleicht als Tipp vergessen. Ich finde, das ist so der wichtigste Tipp. Der ist auch gar nicht technisch. Ich glaube, was wir uns angewöhnen müssen, ist halt einfach mal Nein zu sagen. Ne? Also das sind manchmal so die Kleinigkeiten. Man wird dann halt irgendwie beispielsweise, wenn man eine Brille kauft, gefragt, was ist denn Ihr Geburtsdatum? Und ich glaube, die Leute sind es einfach nicht gewohnt, zu antworten, so, naja, wenn jemand antwortet, so, naja, dazu kennen wir uns einfach noch nicht so gut. Das möchte ich Ihnen jetzt einfach nicht sagen. Wofür brauchen Sie das denn? Und dann kommt im Gespräch meistens raus, so, naja, eigentlich brauchen Sie es gar nicht, um mir etwas zu verkaufen. So, und eigentlich wollen Sie mir in erster Linie etwas verkaufen. So, und im Zweifel bleibt das Formular dann halt leer. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach mal ein bisschen angewöhnen, zu sagen, so, nö, warum eigentlich? Ne? Sie brauchen das nicht von mir, also sage ich nein. Richtig. Also es gibt ja auch diesen Begriff des Datenminimalismus, der ist ja auch in der Datenschutzgrundverordnung ja auch eben festgelegt, dass also auch bei Anbieter oder bei Angebot eben nur noch diese Daten erfasst werden dürfen, die für die Ausübung des Angebots auch wirklich erforderlich sind. Von daher das auch guter Tipp, einfach mal zu gucken, was wird überhaupt wo von mir gesammelt. Ja, schön. Ich finde, das war jetzt ein sehr informativer Talk heute Abend. Also ganz, ganz spannend. Das Buch, wo kann ich das kaufen? Wie viel kostet das? Und wie viele Seiten hat das? Und hat es viele Bilder? Es hat ein Autorenbild. Ist ein Bild, es ist ein bisschen traurig, ja, ich weiß. Nee, es kostet 18 Euro. Man kann es in jeder Buchhandlung kann man das bestellen. Hat insgesamt mit Quellenangaben 350 Seiten. Und es gibt auch seit diesem Jahr eine aktualisierte Ausgabe, wo noch mal so ein paar Updates drin sind. Wunderbar. Und dann ganz am Schluss noch der Hinweis, du sagtest vorhin, was man noch tun könnte, wäre Initiativen, Vereine oder Institutionen zu unterstützen, die sich eben für Privatsphäre auch, ich sag mal, engagieren. Hast du da einen Tipp, wo lohnt es sich, ich sag mal, wie zu unterstützen und wie kann man unterstützen? Ja, ich finde das immer schwierig zu sagen, weil es da so unglaublich viele Initiativen gibt und dann sind immer die beleidigt, die ich nicht nenne. Ja, aber was finde ich schon mal eine super Initiative ist, ist auf jeden Fall die Digitale Gesellschaft. Die machen auch viel politisches Lobbying, beziehungsweise schreiben Positionspapiere, Expertenmeinungen zum bestimmten Thema. Es ist ein kleiner Verein mit Sitz in Berlin. Und weil sie eben noch nicht so groß sind, macht da wirklich eine kleinere Spende einen Unterschied. So, da kann man halt wirklich dazu beitragen, dass mehr Veranstaltungen stattfinden, dass mehr Informationsmaterial bereitgestellt wird. Und das sind halt auch oft Leute, die dann halt wirklich das Gespräch mit Abgeordneten suchen. Und das, genau, ich bin auch Mitglied bei dem Verein und ja. Es gibt aber noch viele, viele andere, da braucht man sich einfach nur schlau zu machen, wer beispielsweise zum Thema Vorratsdatenspeicherung arbeitet. Genau. Und was sich auch lohnt zu unterstützen, da werden wir jetzt auch am kommenden Donnerstag bei unserem nächsten Webinar auch zu sprechen kommen mit Ingo Dachwitz. Das ist Netzpolitik.org, die da auch ganz fantastische Arbeit. Ja, die kann man auch unterstützen. Das ist auch auf jeden Fall gut angelegtes Geld, ja. Genau, die leisten auch ganz fantastische Arbeit. Und dann für alle, die das interessiert, am Donnerstag ist der Ingo Dachwitz dann hier im Webinar, der dann auch aus dem Bereich der Netzpolitik dann auch berichten wird. Gut, in Ordnung. Dann, liebe Katharina, herzlichen Dank für diesen ganz tollen Input. Und ja, du hast wirklich sehr, sehr viel und sehr viele interessante Dinge erzählt. Muss man jetzt erstmal grübeln. Und ja, die Aufzeichnung, die wird es in den nächsten Tagen in dem Blog auf den YouTube-Kanal schaffen. Wenn ihr im Nachklang noch irgendwie Fragen habt, schreibt die dann einfach in die Kommentare. Ich versuche die dann zu beantworten oder weiterzuleiten.
Und ansonsten wünsche ich euch allen einfach noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag wieder 19 Uhr mit dem Ingo Dachwitz. Ja, ansonsten macht's gut, einen schönen Abend noch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.